Ja, da sind wir wieder bei Monkey Island 2. Wir sind immer noch hier auf Booty Island. Haben eigentlich in der letzten Folge uns fast ausschließlich hier in dem Geschäft aufgehalten. Und ich glaube, ich kaufe mir doch noch die I'd Säge like to buy hier. this well-polished old saw. And I'd like to sell it to you. That'll be 25 pieces of 8. Ja, nehme ich Okay, mit. I'll take it. Thank you. Weil ich habe da, glaube ich, so eine kleine Idee. So, aber bevor ich die Idee umsetze, werde ich nochmal Glass bottom hier boat. nach Glass bottom rechts boat. gehen, da zu dem See the Spuckwettbewerb. world. Valuable prizes. Even a child can do it. In fact, they do it very well. Gut. Come on, it's all paid for by Booty Island Parks and Rec. I'll give it a try. Ich a volunteer! Wollte doch all eigentlich right, settle down, folks. This kid looks like a serious contender. What's your name, boy? Ja, keine Ahnung. Well, they call me the Phlegm Master. The Phlegmster, the Phlegmalizer, the Master of Phlegm. Spit away! All right, Phlegm Master! All right, Phlegm Master! Naja. Misfire, misfire! Everybody run! Well, so much for the Phlegm Master. Let's give him a big hand anyway, folks. At least he tried. Just put your two lips together and blow. Okay, keine Ahnung. Pirates or not? Ich denke mal, das müssen wir auch hier two, irgendwie gewinnen. Four, six, eight. zum Weg. Come on, let's expectorate. So, also, das ist das Dorf, das ist mein Schiffchen. Da haben wir einen großen Baum. Haben wir sonst noch was? Ah ja, kleines Gebäude und Haus. Wir gehen erstmal zum großen Baum. Ja. Ich ahne, worauf das hier hinausläuft. Looks like a plank stuck in a hole in a tree. Genau, und wir werden dann bestimmt eine zweite Planke brauchen, um die dann da reinzustecken. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Nee, das Holzbein war nicht verkäuflich, oder? Ich glaube nicht. Weil ich schätze mal, man muss hier irgendwie dann noch eine zweite Planke oder sonst irgendwie was da reinstecken, damit er draufsteigen kann. Uns die dann hier rausziehen und dann immer so weiter hier hoch machen, in der Hoffnung, dass er es irgendwie auch von sich selber aus schafft. Jetzt kommen wir wieder runter da. Toilettenhäuschen, ja, dringendes Bedürfnis. How rustic. Rustikal. Können wir es benutzen? No thanks. Only shiny pages left in the catalog. Na gut, dann lassen wir es mal hier offen stehen. Jetzt gehen wir mal zu dem kleinen Gebäude. The Ghost Pirate LeChuck! Get a grip! Don't you know a Mardi Gras costume when you see one? Is there something I can help you with? Ja. Nice costume. Almost scared me to death. Thanks. Where's your costume for the governor's party? So, musste gerade was trinken. ja. Das ist aber keine Antwort auf die Frage.
I'm here for the governor's party. You mean Governor Marley's Mardi Gras fish fry? It's invitation only and costumes are required. Okay, das heißt, ich brauche eine Einladung und ein Kostüm. I don't have an invitation. Then you can't go past me. You mentioned a party before? Do you bring a costume and invitation? This is my costume. Nobody would willingly wear such a dopey costume. Okay, nee. Gotta go. Keep up the good work. Dann kommen wir hier nicht weiter. Okay, dann wieder zurück. Nee, da kommen wir nicht hin, da kommen wir auch nicht hin. Hier haben wir nichts. Na dann, niente. Oh, halt da. Klippe, Klippe. Rand. Ich schätze mal, wir werden da wieder ein langes Seil brauchen, was wir irgendwo dann eventuell festbinden müssen. Ja, ich kann nur runter gucken, aber... Alles andere ist nur oberes Ende. Jo. Was auch immer. Na, geht's zum Weg? So. Dann jetzt nochmal hier zurück. So, und jetzt wollte ich gucken, ob man das Holzbein kaufen kann, aber ich glaube, das war nicht verkäuflich. I'd like to buy this peg leg. Yeah, I like that too. But it's not for sale. Jo. War ja klar. Nee, sonst war da nichts, was ich da irgendwie reinstecken könnte. Dann gehen wir nochmal zurück zu Dredd's Schiff. Where do you want to go? Ich würde eigentlich jetzt gerne nochmal zurück nach Scap Island. Ach Gott, wie fährst du denn? Okay, da dreht er sich wohl wieder den nächsten Joint, so. Genieß das Teil. Oh Gott, nee. Ja, immer interessant, dass er noch dann da genau gerade den Hafen trifft. So. Und zwar, ich wollte jetzt eigentlich noch mal... If only I could use this stuff on my lines. Noch mal hier kurz das Holzbein polieren. Thanks. Here's a piece of eight for your trouble. Gibt dir immer ein Goldstück, so. Aber ich habe gedacht, ich hätte das Schisshorn nicht gekauft. Egal. So, ich benutze die Säge am Holzbein. Okay, ich habe gedacht, ich könnte das Holzbein mitnehmen. Können wir jetzt mit denen reden? I think I'd better make myself scarce instead. Okay. My leg! Help! Someone get a doctor!
Okay, und ich schätze mal, hier unser Freund ist weg. Wunderbar. Klauen wir all sein Zeug. It's too heavy to move. Schild. It says out on house call. Please come again. Hocker mitnehmen. No, thanks. I don't touch other people's stools. Wieso nicht? I can't. He's lacquered it onto the wall. Verdammt. Holzbein? It's too high. Ziehen? I may be a lazy guy, but carrying around my own place to sit is too much. Ja, du sollst es ja nicht... I may be a lazy guy, but carrying around my own place to sit is too much. No, thanks. I don't touch other people's stools. Wieso kann ich das nicht hier... I don't have time to sit. ...drunter stellen? Können wir das benutzen? I don't have time to sit. Ja, du sollst ja nicht drauf sitzen, sondern nur hier so drunter schieben oder ziehen und dann... dir so ein Holzbein nehmen. Nice sturdy workbench. I'm not a carpenter. Arbeitsplatte, 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 Arbeitsplatte. Nägel haben wir. Den Stuhl nimmt er nicht. Die hängen ihm zu hoch. Dann war's das, glaube ich. Okay, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben Nägel, wir haben den Hammer. Ich glaube, damit können wir Stan in seinem Sarg zunageln. Da haben wir ein Taschentuch. When the tears come, shouldn't you be prepared? Stan's previously owned coffins. Capsized charters, glass-bottom boat for sightseeing or special interest voyages. There's a picture of her on it. Just like the pen from Mom and Dad's wedding. Made in Hong Kong. Okay. It has a picture of a parrot on the front. Ah. Okay. Genau, das Ding haben wir ja auch noch. Big Whoop. Unclaimed bonanza or myth. This is fascinating. It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They bury their treasure along with plenty of... Uh-oh. Booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map, which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Mm-hmm. So... Where do you want to go? Wir wollen wieder nach Booty Island. Gott sei Dank fährt er nicht nochmal hier so Chaos. Ach ja, wir wollten ja eigentlich irgendwie hier Papageienfutter mit Papagei. The bag is empty. Okay, benutze Papageienfutter mit. I don't want to make that parrot mad. That doesn't seem to work. Schade. That doesn't seem to work. Können wir das kaufen? I'd like to buy this small picture frame. I only have one of those. Okay. So I need to keep it as a display model. Also ich bräuchte dann wohl einen Rahmen, auf den ich da das Papageienbild drauf machen könnte. Die Peitsche, Schiffshorn, nee.
Oder sonst eine Befestigungsmöglichkeit, dann könnte ich eventuell... I don't want to make that parrot mad. Den Spiegel mitnehmen. Ich gehe, glaube ich, hier besser zum Weg. Das geht schneller. Nee, ich habe ja jetzt... Ach, Quark. Ich wollte ja zu Stance. Three-hour tours. Ich will mich ja immer noch für dieses komische Wurmstichige Schiff da rächen. I knew you'd come back. My customers always do. Eventually. Jo, dann zeig mir noch mal Could deinen Sarg. Show me that coffin again? Yes, sirree. Now this isn't just your average 60-gallon coffin. This has the full 75 gallons you need to avoid unsightly bone readjustments. Could you get in and show me how big it is again? I was just going to suggest that myself. Yeah. I could spend a lot of time in a coffin like this. Look at how freely I can wiggle my toes. This thing's bigger than my kitchen. I hear you knocking up there. That's solid oak you're hearing. Yes, it sure is nice in here. Hey, I think the lid's stuck. Stan's Cozy Crypts, a place to spend eternity, not a fortune. Excuse me, friend? It's locked. Hello? Shadow. It's locked. Is anybody out there? Yoo-hoo! Help! I can't get out of here! Okay, a joke's a joke. Now get me out of here! Open this coffin right now! Anybody? I really am claustrophobic. Someone's going to pay for this. I'd bust out of here, but the dang thing's built too well. Well, if I had to be stuck in a coffin, at least it's the deluxe model. Really is pretty roomy in here. Maybe I'll take a nap. I hope this thing's not airtight. I'm not dead! I'm losing valuable business. Let me out! I need to go to the bathroom! Maybe I'll take a nap. Let me out! Okay. I need to go to the bathroom! Are you still out there? Hello? See the world. Glass bottom boat. Wir lassen ihn da einfach mal in dem Sarg drin. So, ich habe einen Kruftschlüssel. Ich würde jetzt eigentlich gern nach Fat Island. Zum einen, weil ich da noch nicht war. Und zum anderen, weil ich sonst überall schon alles gemacht habe, was mir jetzt so einfällt. Ich reg mich über seine Navigationskünste nicht mehr auf. Nein. Oh Gott. Es hat uns halt auch nur 50 Gold gekostet. Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? Who wants to know? I'm with the local constabulary, sir. You'd better come with me. Governor Fett would like a word with you. Well, am I under arrest? If you want to put it that way, sir, yes. Oh, all right. Let's go. Coming. Well, mister. Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood, I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Yeah.
Thank you. Your home is lovely. You have an eye for the finer things, Mr. Threepwood. I admit my tastes run to the expensive. To the expansive is more like it. I am not a patient man, Mr. Threepwood. Yes, I've had to indulge in a bit of creative financing. But I've just made a deal that will keep the bill collectors out of here for a long time. Sie vermieten sich selbst als Ballast. Selling your old clothes to make circus tents? I'll be selling something which I believe I shall be glad to be rid of. I'm selling you, Mr. Threepwood, to the ghost pirate LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back. I beg your pardon, did you say something? I took care of LeChuck once, I can do it again. You'll get your chance. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. Nee, das Verdoppeln der Summe, das kann man wohl, ja. I guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Yep. Why, you can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. Ich komme wieder. Nee, das nicht. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. Vanillafarbener Umschlag. Was zur Hölle? I hope I don't have to sleep here. No. It's a stick. It's a tibia. A fine example of dieting gone horribly wrong. He's not exactly my type. Hey, who's your tailor? I can't reach it. Okay. It's a tibia. Oh, er hat hier klar Schiff gemacht und mir nur das Gold gelassen. Benutzt der Stock. Watch me flip it right into my pocket. They don't call me the Bone Master for nothing. So, können wir... Okay. It's a stick. Können wir mit dem Knochen? Here, doggy doggy. Here, boy. Oder so. The door is locked. Ach ja, er könnte doch eigentlich automatisch den Schlüssel benutzen. So. Da kommen wir nicht dran. Okay, dann können wir mit ihm da so gar nichts machen.
Haben wir hier noch was? Nö. There's a banana in here and an organ. It's empty. Hey, that tickles. Okay. Ach so, das ist der Gruftschlüssel, den ja. Ich vergaß. So, damit haben wir unseren ganzen Kram wieder. Können wir trotzdem noch hier mit dem Stock irgendwas machen? That doesn't seem to work. Okay, dann war's das wohl mit ihm. It's stuck to the wall. Es klebt an der Wand. I think I'll try a different drawer. Na gut, keine Ahnung. I've had it with this card catalog. Da werden wir wohl noch irgendwas machen müssen. There are so many books here. I'll never be able to find anything. This looks like a lighthouse on a beach. This is a library. There's a model lighthouse lens inside. Please be quiet. So, Bücher, Bücher, noch mehr Bücher. Bibliothekarin. Excuse me. Is a library. Whisper! Now! Okay. What is it? Why do you have a model lighthouse here? There's a new lighthouse being built in town. That is a scale model of what it will look like. Does it work? Ja, jetzt nicht mehr, aber. It wouldn't be much of a lighthouse if it didn't, now would it? Actually, I meant the model. Oh. Yes, normally the model works too. The bulb is burned out right now, but there's a scaled-down lens inside. Okay, ich suche ein Buch. Eigentlich würde ich gern eins zurückbringen. I'm looking for a book. Do you have a library card? Nee. No. How do I get one? I'll need some personal information. Name? Gebe ich meinen echten Namen an? Na komm. Guybrush Threepwood. Address? Downing Street, ja. 221B Baker Street? Age? Uh, 21. Occupation? Pirate. Vices? Rauben und Brandschatzen. Murder, arson, thievery, that sort of thing. I see. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only four at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person. Ja, dann probieren wir es nochmal hier. Beziehungsweise, nö. Ich beende hier an der Stelle die Folge. Und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns hier in der Bibliothek noch weiter umschauen, beziehungsweise halt die Insel noch ein bisschen erkunden.